Ich hoffe, dass das nächste Kunststück euch gefällt und ich hoffe auch, dass es funktioniert. Also im Kindergarten kommt es prima. Ich mache einfach mal weiter und zwar mit Hilfe von diesem Faden und ein bisschen Feuer. Ja, also scheint dieses Hängen. Zu dem komme ich aber gleich. Zunächst möchte ich euch noch ein Kartenkunststück zeigen. Und dazu komme ich natürlich einmal zu euch in die Mitte. Denn ich brauche noch einmal die Hilfe von jemandem von euch. Es ist sehr schön, ich merke immer so eine Welle der Erleichterung. Je weiter ich nach hinten gehe, ja, er ist an mir vorbei. Aber falsch gedacht. Hier, der Herr. Hallo, wie ist denn Ihr Name? Wolfgang. Wolfgang. Wolfgang, dann dürfen Sie einfach mal zu mir nach vorne auf die Bühne kommen, kriegen einen riesen Applaus natürlich von den anderen. Wolfgang, standen Sie schon einmal auf einer Bühne? Ja. Ja, perfekt. Das heißt, das ist alles für Sie bekannt. Die sehen uns, wir sind die nicht. Ja. Perfekt. Ich habe ein Kartenspiel für Sie mitgebracht, ja? 52 Karten. Und Ihre Aufgabe ist es, eine von diesen Karten zu wählen. Und dazu dürfen Sie an beliebiger Stelle Stopp sagen. Stopp. Genau hier oder weiter? Ja. Genau an der Stelle. Perfekt. Dann dürfen Sie die Karte nehmen, einmal gut anschauen, gut merken die Karte und ganz wichtig auch die Karte unterschreiben. Einmal auf der Vorderseite den Namen, am besten am Rand irgendwo, dass man den Kartenwert noch gut erkennen kann. Dann dürfen Sie erstmal den Stift wiedergeben und die Karte können Sie nochmal allen im Publikum zeigen, sodass wirklich alle Ihre Karte kennen. Okay? Perfekt. Dann dürfen Sie mir die Karte einmal geben. Keine Sorge, ich kenne das Grundstück schon, ich weiß, was passieren wird. Der Herzkönig. Es gibt zig Millionen Herzkönige auf der Welt. Aber eben nur einen einzigen mit Ihrer Unterschrift drauf. Sozusagen ein Unikat, etwas Besonderes. Ja. Bei der Rückseite wird es natürlich schon etwas schwieriger, Ihre Karte zu erkennen, denn da sieht ja jede Karte genau gleich aus. Aus dem Grund mache ich noch so eine kleine Extramarkierung, indem ich die Karte hier einmal so ein bisschen einreiße. Also Sie können die Karte einmal komplett abreißen, die Ecke, und in Ihre Faust aufbewahren. Denn ich möchte versuchen, die Karte wieder zu restaurieren. Sie also wieder ganz zu machen, und zwar mit Hilfe der magischen Verbindung. Das bedeutet, ich werde die Karte hier in meiner Hand so sehr erwärmen, dass auch die Ecke in Ihrer Hand durch diese magische Verbindung warm wird, Sie Ihre Hand öffnen, die Ecke sichtbar durch die Luft fliegen wird, dabei nicht nur einen zweifachen, sondern, meine Damen und Herren, einen dreifachen Salto machen wird und dann wieder sichtbar an dieser Karte hier landet. Wolfgang, glauben Sie, wir schaffen das? Ganz sicher. Sie glauben auch jeden Quatsch. Ich mache sozusagen Ihre Karte Feuer unterm Hintern und dann schauen wir mal, was passiert. Wird es denn schon warm? Ja, ich habe Zeit. Ich hoffe, Sie auch. Jetzt langsam. Sie müssen schon mitmachen. Konzentriere mich voll. Das ist gut. Gehen wir ein bisschen näher. Jetzt bei Ihnen wird es. Oh, bei mir wird es warm. Sie haben die Ecke noch, oder? Okay, Ihre Karte ist verbrannt und hat sich aber verwandelt in einen Akku, in einen Handy-Akku. Und wenn ich den Akku in der Hand habe, dann müsste das ja bedeuten, dass hier drüben in dem Handy, was die ganze Zeit eben über auf dem Tisch lag, dann müsste sich ja in diesem Akkufach
eine Karte befinden. Sie sehen, es ist nicht irgendeine Karte, sondern der Herzkönig. Und wenn wir den da einmal rausholen, dann sehen Sie, dass dort eine Ecke fehlt und Ihre Unterschrift drauf ist. Und wenn Sie mir Ihre Ecke jetzt einmal geben, dann fliegt diese sichtbar durch die Luft, macht einen zweifachen, dreifachen Salto und landet sichtbar an Ihrer Karte und passt perfekt.